Ich möchte ein Spiel spielen. Das Spiel beginnt. Heute ist ein historischer Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen zu einem Salt and Sanctuary, zu einer weiteren Salt and Sanctuary Episode. Wir werden heute, oder jetzt, wahrscheinlich jetzt direkt bei dem ersten Versuch, das dritte Lamm besiegen. Ich nehme das hier im Livestream auf, dementsprechend kann es sein, dass Ratschläge, Tipps und so weiter hier reinlaufen. Also nicht wundern. Ich habe jetzt das letzte Mal ein Feeling für den Boss entwickelt. Ich bekomme es hin, meine Panik in den Griff zu bekommen, auch zu wechseln, zu erkennen, wann er welche Attacke macht. Das läuft schon viel besser. Es könnte natürlich noch besser laufen, aber ich denke mal, wir werden ihn jetzt besiegen. Ne? Hab ein gutes Gefühl. Wenn ich diese Sprungpassage hier schaffe, dann ist eigentlich alles möglich. Ne? Das kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht besser ist, vom normalen Sanctuary zum Boss zu gehen, aber ich habe das eben nicht gefunden, als ich es eben schon mal irgendwann versucht habe. Ne? Und das ist der Grund, warum ich es jetzt nicht mache, weil ich keine Ahnung habe, wie ich das mache. Vielleicht, wenn ich gleich tot bin, lasse ich mir mal von dir den Weg erklären. Ich habe es eben jetzt nicht gefunden, da zurück. So. Okay. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Also ihr habt schon gesehen, Leute, ne? Das Feeling ist da, ne? Gar kein Problem. Gar kein Problem, Leute. Trinken. Ups. So. Ja, zum Thema Fortschritt muss ich halt sagen, das sehen vielleicht auch viele Leute, die es nicht verstehen mit Dark Souls. Ein Boss besiegen ist nur das letzte Glied in der Reihe von ganz vielen kleinen Fortschritten. Und ich finde es halt gut bei diesen Souls-like-Spielen, dass der einzige Gegner, der irgendwie in der Lage ist, einen aufzuhalten, ist man selbst. Wenn man versucht, den Gegner zu analysieren und zu verstehen, kann man das irgendwann auch gut schaffen. Also man arbeitet eigentlich mehr an sich als an der Figur. Und das belegen halt Leute, die dieses Spiel halt ohne Waffen oder Dark Souls oder auch hier wahrscheinlich ohne Waffen durchspielen, weil sie einfach sich selbst so geskillt haben, so trainiert haben, dass die Gegner auch möglich sind. Das ist halt erstaunlich. Und ich muss sagen, es hat mir irgendwann im Leben auch wirklich was gebracht, als ich gesagt habe, okay, ich bleibe dran. Ich war mal in Kur und da hatte ich meine PlayStation 3 dabei, da war ich noch an Demon's Souls 1 dran. Also es gab ja nur ein Demon's Souls. Und ich hatte vor der Kur, hatte ich gesagt, ja, ich werde es nie durchspielen. Ich habe mir nie die Zeit genommen. Ich hatte auch dieses typische Dark Souls-Jahr, wo ich dann, ich habe Demon's Souls gespielt, habe aufs Maul gekriegt, immer wieder, und habe dann gesagt, hier, weißt du was, leck mich am Arsch. Ne? So, das haben ziemlich viele erlebt. und dann irgendwann wieder zurückgekommen und kurz vor der Kur angefangen damit. Und dann habe ich die PlayStation mit in die Kur genommen und habe dann in der Kur das beendet. Hab jeden Abend ein bisschen gespielt und dann habe ich das beendet.
Und es hat mir halt einfach so viel auch für mein Leben gebracht, einfach dran zu bleiben. Und dass sich Dinge lohnen auch, wenn man merkt, sie sind zu schwer, dass man dranbleibt und genau analysiert, warum ist denn etwas zu schwer. Und das hat mir, ja, dieser Effekt, das durch ein Computerspiel, ist eigentlich schon gigantisch gewesen für mich. Wo ich sage, ja, ich habe so viele hunderte von Spielen, die ich nur ein paar Mal angefasst habe und ich bin einfach nicht dran geblieben. Ne? Und so macht man das ja auch im Leben auch. Wenn eine Sache nicht sofort funktioniert, dann versucht man es einmal, zweimal und dann hört man auf, ne? Unter Umständen. Es gibt natürlich auch Leute, die das natürlich motiviert, die bleiben noch gerade noch härter dran. Ne? So. Jetzt habe ich das nicht hingekriegt. Okay, weg. Ja, das ist... Wenn man da steht und der lädt den Blitz auf und dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, entweder sofort Schild hoch oder was trinken. Ich habe gehofft, ich kann das gegenheilen. Keine Chance. Wo ist denn dann... Ich gehe jetzt mal dahin, einfach nur mal, um es herauszufinden. Ich versuche mal jetzt das normale Heiligtum zu finden und dann den Weg darüber zu gehen. Das müsste ja dann eigentlich schon hier oben irgendwie sein, irgendwo links. Ja, genau. Weil es ist ja eigentlich sehr, sehr zentral, alles sehr nah hier. So, ich gehe jetzt von hier hoch. Ah, wartet mal. Das habe ich noch gar nicht gemacht hier. Aber da muss ich doch immer hier diese scheiß Sprungpassage. Die ist doch viel länger als... Es ist doch viel länger, hier lang zu gehen. Raff ich irgendwas nicht? Kann ich jetzt hier... Wo ist denn hier dieser... Der Start von dem... Nee, Moment. Also hier oben rum ist ja Quatsch. Das haben wir ja jetzt schon evaluiert. Das ist Quatsch. Das heißt, ich würde jetzt hier anfangen. Dann wahrscheinlich hier runter. Ach ja. Ja, ja, und dann komme ich hier drüben irgendwo dann zu dem Aufzug. Du gehst zum Aufzug rechts. Ja, das ist ja das Problem. Hier ist nirgends der Aufzug. Ich muss ja erstmal den Aufzug finden. Jetzt kommen hier, kommen jetzt aber auch diese crazy people. Also da muss ich jetzt mal... Weil Wo ist denn der Aufzug? Wenn ich da unten ist die Bosskammer von dem Inquisitor und da müsste ja dann irgendwo auch der Start. Ich glaube, das ist die zweite Leiter. Kann das sein? Ich versuch's. So, gehen wir hier lang. Hier ist die erste Leiter, hier hinten ist die zweite. Ich gehe mal die zweite hoch. Ist hier jetzt der Aufzug? Weil dann ist es schon easier. Na, wo ist der Aufzug? Hinter dem Neiteraufzug. Ah, hier. Hier ist der Neid, ja. Da muss ich immer durch an dem Neid, aber wo ist jetzt der Aufzug? Jetzt bin ich doch schon hier. Du meinst sicher einen anderen. Das war bestimmt jetzt wieder diese Verzögerungsgeschichte.
Gefällt dir dieses Video? Dann teile es doch bitte auch YouTube mit, denn nur wenn du dieses Video likest oder einen Kommentar dazu schreibst, weiß YouTube, dass dir dieses Video gefällt und dass es auch anderen Leuten gefallen könnte und schlägt es auch nur dann anderen Leuten vor. Dementsprechend ist es super wichtig, dass du jedes Video, das dir gefällt, egal ob es bei mir ist oder bei anderen, likest und einen Kommentar da lässt. Selbst wenn du nur schreibst, hallo, danke für das Video. Ich freue mich auf deinen Kommentar. So, weil hier komme ich runter vom... Hinter dem, wo du gestorben bist. Also ganz da oben. Nee. Moment. Interessiert mich jetzt einfach nur mal so für meinen nächsten Playthrough. Ne? Können wir nochmal. Habe ich hier schon? Ja, ne? Hier habe ich schon. Wo ich gestorben bin. Also, das ist ja auch. Das müsste ich ja wissen, weil ich sterbe ja eigentlich kaum. Hier bin ich gestorben. Ach, da musste. Also, doch hier. Boah, was ist... Also bitte. Also das ist... Was ist denn an... Dieser Weg ist ja die absolute Hölle. Und hier kommt... Hier ist noch ein Secret. Also dieser Weg ist ja wohl absolut wesentlich schlimmer. Als den, wo ich... Also bitte. Guck dir mal. Hier diese Scheiße. Hier runter... Dann hier eine riesen Sprungpassage. Noch mit vor allem diese Viecher, die auch noch Blitz schießen. Und die ist richtig stark. Dann muss ich hier an dieser Scheiße vorbei. Junge! An diesem... Ja, genau. Also, ich zweifle an deinem Sachverstand an dieser Stelle. Ne. Das ist ja der pure Krebs. Nee. Da gehen wir jetzt aber schön wieder zu unserem Ausgangspunkt zurück. Aber sowas von. Nee. Das sind nämlich nur diese Lappen, ne, da oben, wo ich jetzt herkomme. Ach komm, lass mich doch einfach durch. Skill Issue. Ja, genau. Daran wird es liegen. Na, aber der Weg ist doch wesentlich kürzer da unten durch. Ha? Das ist doch wesentlich kürzer. Hier diese Leiter, alleine schon diese Leiter, die einfach Stunden dauert. Ja, war ein Effekt. Guck mal, hier bin ich doch schon fast beim Gegner. Ist doch viel besser hier. Roll doch. Ja. Ich bin ein Super Mario. Ne? So, guck mal hier. So, ich bin ja jetzt schon fast beim Gegner. Ich bin hier zweimal gesprungen und bin schon fast beim Gegner. Ne? Zack, dann mache ich die weg. So, zack. Und jetzt bin ich doch schon fast da. Upp. Ja. Das ist ja klar. Die sind natürlich klar. Die sind nervig. Das will ich auch nicht schönreden. So. Parryen. Ah, da habe ich, glaube ich, noch gar nichts mitgemacht in diesem Parieren. Bei Dark Souls auch nie. Immer schön Backstep. Schild hoch, Backstep. Naja. So. Okay. Da
das ist... Lass mich doch, wenn ich am Boden bin, in Ruhe. Okay, okay. Oh, weg, 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 weg. Erstmal trinken. So. Da hat er mir einfach seine Pranke ins Gesicht gehauen. Boah. Oh, wie knapp das war. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Ran. Aber schon crazy. Manchmal erwischt er mich, wenn ich da nah ran bin mit dem Blazer. Mit dem Blitz, meine ich. Boah. Verrückt. Already Knights. Kann ich denn? Ich weiß noch nicht mal, wie man pariert. Ich glaube, das ist hier die. Ja, so im richtigen Moment, ne? Oder ist das Parieren das, wenn man. Wenn man die so im richtigen Moment erwischt, dass sie dann so vor einem knien? Also, dass sie so. Dass ihnen so der die Luft aus der Lunge getrieben wird vor Power. Ist, da gibt es heute sogar noch mal eine Folge extra. Ja, scheiße. Block und dann Angriff. Du kannst dann denen rennen und B drücken für den Angriff. Aha. Auf die Knie gehen tun die, wenn du genug Damage nahmen. Achso, okay, ist was anderes. Guck mal hier, wie ein Gott springe ich da rum, wie eine Gazelle. Ja. Mal ja. Und jetzt aber. Das muss ich das mal rausnehmen. Aber alleine, dass ich so nah rangehen kann und dann mit dem Blitz ausweichen, das hat mir viel geholfen, weil ich dann nicht mehr ständig auf Schild wechseln muss. Das muss ich nur noch machen, wenn ich so weit weg bin. Schluck, Schluck, Schluck. Ah, scheiße. Ich muss das doch jetzt schaffen hier in dieser kleinen Episode. Das wär doch gelacht. Weil das wäre der erste Gegner, wo ich länger als, sagen wir mal, 45 Minuten brauche. Mein nächster Gegner, da habe ich mal eine ganze Episode gebraucht und dann in der Folge drauf habe ich ihn dann gekillt. Wenn ich die nicht sogar... Also es gibt ja auch einige Gegner, die halt relativ überschaubar sind.
immer nur eine halbe Folge brauche oder so. Oder wirklich First Try mit diesem Chester. Aber ich glaube, dass der auch, ja, der ist auch einfach. Der soll halt ein Boss sein, aber es soll nicht zu hart sein, weil man ja unbedingt diese Fähigkeit braucht. Mit dem Rumturnen. So, jetzt ist es gerade verschwunden. Warte ich nochmal einen Zyklus. So, jetzt. Du musst Chester nicht bekämpfen. Aber dahinter ist doch diese Fähigkeit versteckt. Cyclops habe ich auch gemacht. Achso, man kann einen von den beiden muss man besiegen, um dann diese Fähigkeit zu bekommen mit diesem Brandmal oder wie ist das? Da habe ich es jetzt mittlerweile, wenn er so den Schlag nach oben macht, habe ich es jetzt so, bei dem noch nicht, aber bei dem anderen Schlag habe ich es jetzt ganz gut raus, wann ich dann durchrollen kann. Ja, bei dem noch nicht. Ja, ja. Ach, Chester ist der direkte Weg. Cyclops gibt den Schlüssel, um außen rum zu gehen. Ja, gut. Das ist für mich, in meinem Kopf ist diese ganze Welt noch so verwirrend, dass ich da gar diese Zusammenhänge noch gar nicht so peile. Also natürlich denke ich dann so manchmal an so Punkten, ach, jetzt bist du wieder hier, jetzt bist du wieder da. Aber dass ich das denn jetzt schon... ich könnte jetzt auf gar keinen Fall noch ansatzweise erklären, wo dieser Cyclops war. Auch wenn ich jetzt noch weiß, dass man da irgendwie mit einem Fahrstuhl runtergekommen ist, aber man konnte auch von der anderen Seite kommen. Also das ist schon sehr, ja, sehr verwirrend noch in meinem Kopf. Aber dafür braucht man halt, glaube ich, auch ein paar Stunden. Nein, das war falsch. Chester ist, ja genau, Chester ist der direkte Weg, ja. So. Ah. Ja, aber nee, den Chester, da bin ich durch Zufall so reingestolpert, wollte ich gar nicht. Und den habe ich halt dann beim ersten Mal gemacht. Wahrscheinlich hatte ich dann diesen Cyclops hatte ich dann wahrscheinlich schon besiegt. Oder so, ich war wahrscheinlich zu stark. Auf jeden Fall lief das sehr gut. Oder der war einfach gegen meine Ausrüstung durch Zufall nicht so gut. Kann ja auch mal sein, dass man in so einen Bossgegner reinstolpert und hat einfach durch Zufall irgendwie eine gute Rüstung an, die dagegen ist. Wahrnehmen.
So, viele Gegner sind sehr resistent gegenüber Blunt. Was ist denn Blunt? Keine Ahnung. So. Diese Violen, wenn diese getarnten Gegner echt nur hier auftauchen, da kann ich ja, dann setze ich mich als Händler irgendwo hin und verkaufe diese Violen einfach hier. Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen, ihr komischen Viecher? Ui, Kater, was los? Ja, nee, ja, vielen Dank. Das ist sehr, sehr brav von dir, Dankeschön. Ja, hier drüben kannst du liegen. So, drittes Lamm, jetzt aber, komm. First try. Am ersten Versuch wird er weggemacht. Und weg. Ah, shit. Ach, Blunt sind die Hämmer. Ja, ich denke mal, dass die Hämmer, weil die halt so einen großen Schaden machen, dass die Boss dann ein bisschen resistenter gegen sein müssen, ne? Um das einfach bei den Bossen ein bisschen auszugleichen, dass die dann nicht gegen die Hämmer sofort in die Knie gehen. Ui! Ja! Sisse, ich hab's gewusst! Ich hab's gewusst! Ah. Punktlandung bei 28 Minuten in der Episode! Ich hab's gewusst! Ah. Es ist so gut, es ist so gut, es, dieses Feeling, wenn man sich da rankämpft und immer wieder versucht und lernt und versucht, den Gegner zu analysieren und dann schafft man's. Oh. Sau gut, sau gut. Und hier wartet schon die Nachricht auf mich. Du seid das Mann. Jawohl. Du seid das Mann. Und Ayo Lost TV, du auch. Du seist auch das Mann. Oh, hier gibt's jetzt die Möglichkeit, über Wolken zu gehen. Diese Luft, es ist so still. Mich hat es aus unerfindlichen Gründen in diese Kuppel gezogen. Es ist so einsam hier. Ich sehne mich nach einem Freund, aber ich glaube, ich bin jeden losgeworden, der mich liebte. Kann ich mir lesen, so. Sag mir, hast du von Hartlicht gehört? Nein. Nun gut, dann lass mich dich aufklären.
Hartlicht wird ähnlich wie kristallisierte Mondstrahlen beschrieben. Ja, es hat eine Weile gedauert, aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich den Boss nicht schaffen kann. Also, das ist ja das. Bei unfairen Spielen hast du echt das Gefühl, du schaffst es nicht. Und hier habe ich jetzt echt das Gefühl gehabt, ja, es ist hart, ich stelle mich nicht so gut an, aber ich kann jedes Mal was dazulernen. Und dieses Gefühl alleine hat mich motiviert. Okay, hier kannst du rechts von Sanctuary oder zurück zur Cave. Ah ja, sehr cool. Da kann ich jetzt in der Höhle weiterkommen dann, ja. Es kann nur von denen gesehen und berührt werden, die das Hartlichtbrandung besitzen. Ah ja, okay. Kein Interesse mehr. Tschüss. Achso, ich will es haben. Ja, natürlich will ich es haben. Gib mir her. Akzeptiere das Brandmal. Das ist jetzt das dritte Brandmal. Wir können an den Wänden hochspringen. Wir können vertikal an diesen Obelisken hochlaufen. Und wir können jetzt... Nein, können wir nicht. Warum? Hat es nicht geklappt? Was habe ich falsch gemacht? Das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Das war jetzt peinlich. Nutz Fackel. Ach so. Ist ja blöd. Muss ich die Fackel jetzt immer benutzen oder was? Okay, versuchen wir nochmal. Ist das nicht hier auch schon? Hätte er sein können. Zu so einem Secret-Raum oder so. Okay, dann versuchen wir das nochmal. Also mit der Fackel muss ich jetzt da... ich dachte, ich kann einfach draufspringen. Aber zum Glück bist du da. Genau, ey, du bist genau in der richtigen Situation da, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das sind so Dinge... Na, obwohl, ich hätte dann wahrscheinlich gegoogelt. Aber jetzt habe ich so herausgefunden, dadurch, dass jemand dabei ist. Das ist doch cool. Ah ja, das ist ja schön. Guck mal. Ja, geil. Leute, so, jetzt geht's erstmal zurück ins Heiligtum. Hoffe ich. Ja. Hier unten ist es. Und zack. Okay, Leute, ich beende hier die Episode. Das nächste Mal werden wir dann aufleveln und dann entscheide ich mich, ob wir wie uns empfohlen wurde, nach rechts gehen oder zurück in die Höhle. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt neue Möglichkeiten der Fortbewegung. Ist es nicht fantastisch? Bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao.